Ja, Herr Dr. Dumpert, Sie nehmen ja in der Personalentwicklung bei der Sparda Bank alle Mitarbeiter in den Blick, ohne den Fokus nur auf die sogenannten High Potentials zu richten. Welche Idee steckt da dahinter? Ja, die Idee steckt dahinter, dass wir wirklich ein Erfolg, dass wir den nicht mehr erreichen über einen speziellen Einsatz einer IT, sondern dass zumindest in einer Branche, in der die Menschen das größte Potenzial, die größte Ressource darstellen, ja, nämlich in der Bankenbranche, in der Finanzdienstleistungsbranche, dass wir sagen, da ist der Hebel, dass ich nicht nur einen Teil der Mitarbeiter zur Höchstleistung bringe oder zu dem bringe, was sie auch wirklich gut machen können, sondern es bei allen Mitarbeitern versuche, glaube ich, ist sowohl, und das ist das spannende Positivsummenspiel, sowohl für den einzelnen Mitarbeiter, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht, als auch der zentrale ökonomische Erfolgsfaktor für Unternehmen in der Zukunft, dass es gelingt, aber bei allen Mitarbeitern diese Potenziale zu heben, nicht nur bei ein paar wenigen. Und es trägt meines Erachtens zu einer Gesellschaftsform bei, die sehr erstrebenswert ist. Ja, jetzt geht es dann darum, ja, die Naturtalente, wie Sie sagen, eines jeden zu finden. Wie sind Sie da vorgegangen? Also wir haben da ein verschiedenes Set an Tools, an Instrumenten, die über, also wie zum Beispiel ein Online-Test, der dabei hilft, so eine erste Begrifflichkeit zu haben, was denn meine Talente und Stärken sein könnten. Und dann schließt daran ein Reflexions-, ein Bewusstseinsbildungsprozess an. Das heißt, ich werde erstmal damit konfrontiert, dass ich über einen Test, wo ich was ausfülle und wo ich zum Beispiel Kollegen oder im familiären Umfeld frage, du, was ist denn deine Meinung? Was kann ich denn gut? Was fällt mir leicht? Dass ich da erstmal so einen Spiegel habe und dann in diese Reflexion einsteige und sage, ja, wie geht's mir dabei? Spricht mich das an? Ist es denn so? Erkenne ich mich da wieder? Oder vielleicht auch nicht? Das heißt, über diesen, ja, sage ich mal, über einen Spiegel, ein, sagen wir mal, Online-Instrument gestützten Spiegel, so wie ein Fremdbild, gehe ich an mein Selbstbild ran und habe dann über den Prozess ein relativ konkretes Bild, so die Rückmeldung der Leute zu sagen, jawohl, das sind meine Talente. Und wichtig ist es einfach, eine Begrifflichkeit dann auch zu finden, die diese Talente ja, bezeichnen. Wie schaffen Sie es dann, diese Talente auch bestmöglich so einzuteilen, dass trotzdem ja alle Qualifikationen, die Sie in der Bank haben müssen, auch abgedeckt sind? Also es ist tatsächlich so, dass es gibt keinen Auswahlprozess mehr, ja, kein Bewerbermanagementprozess mehr, auch bei Externen, in der nicht diese Facette Raum hat. Also auch unseren externen Bewerbern sagen wir, wir arbeiten mit dem Tool, mit dem Instrument und uns ist wichtig, dass du dich authentisch mit deinen Stärken vorstellst und nicht so dieses klassische im Vorstellungsgespräch, was sind deine Stärken und Schwächen. Über diesen Weg versuchen wir, wirklich eine Heterogenität in den Stärken zu ermöglichen und zu nutzen, aber auch der Homogenität, dem Sinn der Tätigkeit Raum zu geben und zu gucken, gehen die Leute ergänzend aufeinander zu. Das heißt, letztlich, wenn es kulturprägend sein soll, dann muss diese stärkenorientierte Sicht nicht nur in der Personalentwicklung, sondern auch in der Personalauswahl Eingang finden. Würden Sie denn dann sagen, dass bei Ihnen die Talente, die naturgegebenen Talente, mehr zählen als der Fleiß oder die Tätigkeiten, die man durch Fleiß besonders gut machen kann? Das ist eine spannende Frage. Ob es immer so ist, fällt mir vielleicht noch schwer. Ich kann nicht für alle Führungskräfte sprechen. Für mich persönlich sage ich, ja, ich finde es eigentlich schön, die Vorstellung und erstrebenswert zu sagen, aus einer Leichtigkeit heraus, aus dem Spaß, aus einer Freude entsteht Erfolg. Ja? Und nicht aus einer Mühe, aus einem Fleiß heraus. Und da habe ich schon das Bild, dass wenn ich in meinen Talenten bin, in meinen Naturtalenten, die mir ein Stück weit naturmäßig gegeben sind und ich die nur eben noch, ich brauche einen gewissen Fleiß, damit die wirklich auch zur Entfaltung kommen. Ja? Also ich kann natürlich auch ein Naturtalent im Sport sein, aber wenn ich nie trainiere, werde ich es nie ausschöpfen können, mein ganzes Potenzial. Und dieses Bild habe ich, dass ich sage, es braucht natürlich einen gewissen Fleiß, um ein Naturtalent wirklich zur Entfaltung zu bringen, damit es die Potenziale entfaltet. Aber dann ist dieser Fleiß nicht schwer und nicht mühevoll, sondern hat auch der Fleiß was Leichtes und was Schönes.